Hallo, herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow und einer neuen Folge Stellaris. Und wir sind umzingelt. Und wir haben ja hier die ganz normale Spielereihe, sage ich mal, wo wir ganz normal hin und her fliegen. Was heißt ganz normal hin und her fliegen? Ja, dass wir mehr oder minder die ganz normalen Routen haben. So. Anomaly found. Erstmal alles erforschen. Wo ist denn unser... Ah, alles klar, der fliegt da oben rum. Soll er auch mal machen. Ich guck mal gerade, was das Konstruktionsschiff so macht. Ah, alles klar. Es hätte jetzt die Möglichkeit... Hey, ein Spielzeugfabrik. Ah, alles klar. Cool. Wir werden mit unserem Konstruktionsschiff hier in Gemma auch nochmal anfangen... Bergbaustationen zu bauen. Biolabor ist fertig erforscht. So dass wir jetzt auch durchaus Grenzreichweite das hier erstmal erforschen. Oh, das andere ist auch noch fertig geworden, der Jun-Triebwerk. Machen wir Weltraumtorpedos, die sind nämlich immer ziemlich cool. Ah, neue Aliens, die da wahrscheinlich oben hocken werden. Super, ja. Das ist natürlich ganz praktisch. Wir haben hier nichts, was wir besiedeln können. Und die sind nicht Angriffsversprechen. Okay, wir haben ihnen erstmal nicht Angriffsversprechen gegeben. Die mögen uns nicht. Die mögen uns nicht. Und die mögen uns schon gar nicht. Kundan Union, alles klar. Okay, Großmarschall Crunchcow ist gestorben. Es gibt eine neue Wahl. Special Project complete. Wir haben Einfluss erlangt. Ja, irgendeiner wird neu gewählt. Haben wir halt, ist halt so. Wir werden uns da nicht einmischen. So, hier werden wir jetzt weiter ausbauen. Ja, die Frage ist, von wem war die denn? War das der Gouverneur? Bin mir da nicht so sicher. Wir schauen mal eben, wie es hier aussieht. Ganz normal. Dann können wir hier eigentlich auch mal ein einfaches Forschungslabor bauen. Dann können wir das mal ein bisschen hochsiedeln. Der zieht um. Wohin siedelt der? Nach Kira Prime. Das dürfen die ja. Also siedeln. System Survey complete. Wir setzen dich da hin und du kriegst jetzt allererstes ein Kraftwerk vor die Nase gesetzt. So, da oben ist das andere. Die mögen uns nicht, weil wir erstmal in Kontakt sind. Construction complete. Und Eiferer sind. Das finden die wohl nicht lustig. Stehe ich gar nicht. Construction complete. Wir müssen irgendwie hier raus aus diesen Fängen. Ich guck mal eben auch, wir haben ja was Neues erforscht, Schiffsdesigner-mäßig. Das, was Design mal löschen, automatisch fertigstellen. Zack. Also Design löschen. Research complete. Yep. Energiehub, okay. Physiklabor könnten wir erforschen. Das wäre natürlich nützlich für unsere... Construction unsere complete. Dingens, für unsere Forschung. Wir könnten jetzt auch hier... die Forschungsstation eben bauen. So, die können sich verbessern. Wir werden den auch mal ein... Upgraded. Construction complete. System Survey complete. Evading hostile fleet. Okay, das ist nicht cool da, alles klar. Dann hier erkunden. Dann müssen wir hier aus den Armen raus. Evading hostile fleet. Oh, Kacke. Da sind ja überall welche. Ja gut, darum können sich die anderen kümmern. Dann fliegen wir mit unserem Forschungsschiff jetzt hier hin. Und erforschen dann da weiter. In der Hoffnung, dass da nichts ist. Weil hier kommen wir nicht weiter. Hier wäre ein bewohnbarer Planet. Aber da kommen wir nicht ran. Dafür müssten wir die hier natzen. Und dann haben wir ein Problem mit allen anderen. Ihr seht, die Überlegungen sind nicht alle sehr einfach. Und hier waren ja Gegner, wenn ich mich nicht irre, ne?
Das konnte man nicht erforschen. Hier hätten wir uns auch wieder niederlassen können. Wir haben zwar drei Planeten jetzt hier, aber es wird nicht reichen. Ja, hier ist jetzt aktuell nichts, alles klar. Ja, dann fliegen wir mal eben zurück in ein sicheres Gebiet, nenne ich es jetzt mal. Gucken wir mal eben kurz, dass die hier... Situation Log updated. Ah, shit. Wenn da jetzt die Nächsten sind, ne, dann sind wir eiskalt am Arsch. Dann müssen wir uns erstmal forschen und später dann sozusagen versuchen, rauszukämpfen. Wenn jetzt da oben auch einer ist, dann haben wir ja keine Chance, dann sind wir eingekreist. Ich könnte noch versuchen, irgendwann mal hier rüber zu fliegen. Aber das wird nicht funktionieren. Anomaly found. Glaube ich zumindest. Unterlichtgeschwindigkeit. Nee, hilft uns nicht. Wir brauchen... Construction complete. Wobei, wir haben ja den Warp. Situation log updated. Ja, guckt mal. Wir haben da nochmal ein extra Dingens, ein Forschungsteil. Dann machen wir das jetzt mal. Und machen dann den Rest des Systems. Und fliegen dann hier rüber. So. Zwischendrin muss man auch mal pausieren. Hilft ja alles nichts. Forschungspunkte. Special Project complete. Kacke. Das ist wirklich kacke, dass die hier sitzen. Ich dachte, ich könnte hier rüber. Ah. Und die mögen uns auch nicht. Das ist immer gut. Machen wir erstmal nicht Angriffsversprechen. Komm. Sehr gut. Special Project complete. Wer hat wen jetzt den Krieg erklärt? Die haben Miko und Ness. Ach, die haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Ja. Das ist nicht gut. Überlegen, okay. Wie sind die? Auch überlegen. Oh, die sind auch eine bessere Technologiestufe. Na, ah, wir kommen nicht hinterher. Forschungsstation bauen. Und dann hier noch die Forschungsstation bauen. Damit wir hier mal ein bisschen aus dem Pushen kommen. Complete. Sehr viele Überlegungen, die man jetzt machen muss. Und wie man vor allen Dingen weiter forscht, in welche Richtung man geht. Wie weit man überhaupt weggehen möchte. Generell. Da ist eine Beobachtungsmöglichkeit, alles klar. Research complete. Ah, okay. Physiklabor. Dann nehmen wir die einfachen Gefechtsrollen. Das hier macht eigentlich keinen Sinn. Aber ist jetzt auch gleich vorbei. Man müsste eigentlich die und die tauschen, weil sie hat genau das, was hier erforscht wird. Aber sei es drum. System Survey complete. Gut, die sind da fertig. Wir können ja mal, was haben wir denn am wenigsten? Ein Physiklabor. Bauen wir mal ein Physiklabor. Hier könnten wir das ausbauen. Eine Mine bauen. Wie sieht es denn mit Nahrung aus? Oh, ist alles okay? Mine oder Geld? Das Geld kommt von allein, denke ich. Naja, wobei. Ah, nehmen wir mal das Kraftwerk. Ne, wartet mal. Doch, ja, wir nehmen das Kraftwerk. Und hier. Können wir das Gebäude verbessern. Cool. Danach bauen wir hier auf jeden Fall... Ne, der geht erstmal hier hin, dann kann der Forschung machen. So viele Sachen, die man sich überlegen muss. So, hier ist er fertig mit Konstruieren. Bergbaustation bauen. Alles klar. So, dann möchten wir auch ganz gerne die Beseitigung haben von dem Zeug. Dann können wir nämlich ein bisschen was wegmachen. Das ist super. Nehmen wir hier auch nochmal ein Physiklabor dazu.
Research complete. Und gehen auf Kira Prime. Raumhafen verbessern, damit wir die Zerstörer bauen können. Hier, zack. So, Großmarschall ist wieder einer gestorben. Als nächstes soll jetzt von Peck werden. Construction complete. Und irgendein Wissenschaftler ist gestorben. Das ist natürlich auch nicht gut. Lebensdauer, nein. Rekrutieren. So, was macht die gerade? Die erkundet das System hier. Jupp, das soll sie ruhig weitermachen. Das Problem ist, wir haben halt wirklich keinen Planeten hier in der Nähe, den wir jetzt besiedeln könnten. Der beste wäre halt hier nochmal gewesen. Das haben wir aber nicht erforscht, weil hier auch noch eine Alien-Bedrohung lauerte. Und jetzt ist da irgendeine Zivilisation an die Macht gekommen. So, jetzt haben wir natürlich keinen Admiral mehr hier, alles klar. Läuft ja bei uns, wenn da alle wegsterben. Die ganzen Pirafis. Wenn jetzt hier das hier ausgebaut ist, bauen wir den Zerstörer, den wir allerdings erstmal Design löschen. Jupp, speichern, alles klar. Design löschen, jupp, alles klar. Upgraden. Das machen wir zuerst. Ah, Moment. Und dann können wir... Moment. Zack, zack. 1, 2, 3. 3 können wir ja von bauen. Ships upgraded. System survey complete. Eieieiei. Dieser Stress macht mich fertig. Multiplayer-Partien sind übrigens sehr genial. Ich habe mit einem Arbeitskollegen Multiplayer-Partien gemacht. Das macht wirklich Spaß. Wenn man ein bisschen sich Zeit nimmt für alles. Ist wirklich lustig. Construction complete. Raumhäfen werden wir bauen. System Survey complete. Macht einfach auch eine ganze Menge Sinn. Hier ist ein Planet. Das Problem ist, wenn wir uns hier besiedeln, das ist so weit weg. Ich meine, wir können es ja mal versuchen. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen ja auch irgendwo weiterkommen. Das Problem ist nur, da oben, das könnte haarig werden mit unseren Nachbarn hier. Wir können ja mal versuchen, Sternkarten mit denen auszutauschen. Okay. Und wenn wir dir dafür Energie-Credits geben? Das mag er. Da oben ist auch nochmal einer. Könnte man viel versuchen, so eine Art Reich zu knüpfen. Da oben ist irgendwas anderes. Dann werden wir mal nach oben fliegen. Mal gucken, wer uns da auf die Pelle rückt. Erstmal war es uns wichtig hier... Oh! 2035. Wir können jetzt unsere Flotte noch mal ein bisschen ausbauen. Situation log updated. So, dann werden wir die erforschen. Dann kriegen wir nämlich unseren Einfluss. So, und dann werden wir danach hier noch mal 2, 4, 6, 7, 8, 9. Schon haben wir wieder unsere ganzen Sachen aufgebraucht hier. Ich werde nicht mehr. Was ist denn hier los? Warum wird hier... Wait. Research complete. Oh. Einfache Gefechtsrollen. Das ist gut. Erkundungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Das ist auch gut. Auch unseren Schiffsdesigner, unsere Konstruktion Kolonieschiffe mal zu sagen. So werden die jetzt gebaut. Das Forschungsschiff. So werden die jetzt gebaut. Ist eigentlich auch relativ wichtig. Man unterschätzt das sehr. Und hinterher ist dann alles scheiße. Wir brauchen einen neuen Gouverneur. Ja, nehmen wir ihn hier. Können wir gegebenenfalls austauschen untereinander. So, unser Kolonieschiff ist gleich fertig. Dann fliegen wir nach hier oben.
Knochengewonne verreckt, ey. Ich hab die kurzlebig eingestellt, ne? Kann das sein? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Übersicht. Ja, damit meiner ein bisschen länger lebt. Special Project complete. Ja, das sind die da oben. Ja, das ist ja mal wieder lustig. So, jetzt baue ich ja eh gerade noch Zerstörer und sonst was. So, jetzt herrscht Krieg zwischen Kundan und Spiran. Kundan und Spiran. Achso, die werden den schlucken. Scheiße. Nicht gut. Ja, wir fliegen mit unserem Kolonieschiff dann 20er, 12er. Hier hin. Das wird die Leute echt anpissen. Oh, es kostet uns 211 Einfluss, so weit weg zu siedeln, ne? Das wird die Leute echt anpissen. Egal. Wir machen das jetzt. Mal gucken, was passiert. Im 2x2 kriegen wir gleich richtig aufs Gesicht. Construction complete. Von unseren Freunden da oben. Die dann sagen, was soll der Scheiß. Complete. Ist aber nicht so schlimm. Research complete. Construction complete. Alles nicht so leicht. No, no, no. Jetzt kommen aber ganz schön viele hier raus. Unsere Grenzreichweite ein bisschen erhöhen. Was passiert denn hier eigentlich drumherum? Ach, da oben. Alles klar. Okay, die haben uns die Rivalität erklärt. Research complete. Moment. Ah, die haben uns die Dingens aufgekündigt. Grenzen schließen. Wir werden auch für sie die Grenzen schließen. Erkundungsgeschwindigkeit. Die Punktverteidigung mal noch mitnehmen. Krieg! Ich weiß zwar nicht wofür und gegen wen, aber... Krieg! Gegen wen muss ich jetzt Krieg führen? Ah ja. Man kann jetzt einfach mal so... Krieg mit jemandem erklären und das habe ich jetzt nicht verstanden, dass warum die uns mit einladen mussten oder ob die einfach gesagt haben, kommt ihr als Kriegsgegner dazu, weil das geht ja eventuell auch, wenn ich zum Beispiel sage, ey du, dir Krieg erklären und dann holen wir Angreifer einladen, dann holen wir sozusagen die irgendein Empire dazu, wie die hier. Achso, weil die alle unfreundlich sind. Ja, dann nicht, ne? Aber das geht tatsächlich. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, dass das mit in den neuen Dingens mit drin war. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Quatsch, hat euch lieb. Bis dahin. Haut rein. Ciao.